Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Und ich habe ja angekündigt, dass wir heute versuchen mal was rauszufinden zum Thema Labyrinthion. Und hier wird die wahrscheinlich was sagen. The Labyrinthion is said to hold treasures beyond imagination endangered that can kill tools not fully prepared. The only place I think to ask is the Mage's Guild. If anyone had information, they would. Okay, dann fragen wir mal, wo ist the Mage's Guild? That's north of here, last time I checked. Okay. Dann ab nach Norden. Suchen wir mal die Magiergilde. Müsste so ein türkises Gebäude sein wahrscheinlich, wieder mal. Dann können wir da mal auch schauen, dass wir hier unsere Dingens. Ja, wir müssen auch wieder was verkaufen. Healing Potions auch mal wieder auffüllen. 20.000 Gold. Und auch mal wieder ein paar Quests machen. Also, naja, vielleicht später oder so. Taverne wollen wir jetzt nicht. Ich kann mal schauen, dass ich mal den ganzen Schrott da aus dem Inventar verkaufe. Wieder mal. Das liebt ihr auch alle so schön. Das liebe ich auch. Immer schön viel Gold haben. Bloß nicht die Hauptquest machen. So immer irgendwie Zeit verschwenden. Aber wo ich jetzt einen Waffenladen brauche, finde ich ihn jetzt nicht. Store. So, I would check to the west if I will. Okay. Nächste ist hier irgendwo im Westen. Da haben wir wieder eine Taverne. Das erkennt man immer an den Monden am Fenster. Komm, wir fragen mal hier. Oh, das sieht das kein nobles Haus zu sein. Mit so eigener Mauer und alles. Hi, du sag mal. Nächster Store. Komm, sag. West of here. Ja. Irgendwann finden wir einen. Jetzt wird die ganze Folge dauert. Hier ist keiner. So, das sieht nach einem aus. Ja, haben wir einen. Immerhin. Ja. So, du. Ich möchte dir mal ein paar Sachen verkaufen. So, 15 Gold. Geht klar. Nochmal Leder, auch nochmal 15. 15. Nochmal 15. Wie viele Leder-Dinger haben wir denn? Leder haben wir ganz schön viel hier. Ja, viel wert scheinen die nicht zu sein, auf jeden Fall. So. Sind aber immerhin schon gleich bei 24.000. So. Haben wir wieder. Kann sein, dass wir nur Leder auf Tasche haben. Sonst nichts wirklich Wertvolles.
Plattenhelm, Dackler. Rose Shield. So, Dagger, wieder ein Gold. Ja, wäre schön, wenn wir wieder wirklich mal was für 18.000 Euro kriegen würden. Das geht klar. Das ist immer ein etwas. Daikatana 36. So, Shortbow. 6 Gold. So, das war's dann, ne? So, dann können wir auch wieder gehen. Mal die Magiergilde. Ich glaube, das hier ist es. Das heißt, wir müssten hier einmal nach Norden und dann ab der Ecke nach Osten. So, dann hier. Dann müssten wir den jetzt gleich irgendwo sehen. Ja, perfekt. Das ist aber nicht der Eingang. Hier könnte vielleicht der Eingang sein, oder ist nur der Garten? So, hier haben wir den Eingang. All the cold and chill in the... Ja, ja, das kennen wir alle schon. So, werter Herr, du kannst mir bestimmt was über Labyrinthion sagen. Welcome, Max Deus, to Winterhold. I trust that the weather has not affected you adversely. Well, it has come to my attention that there have been certain inquiries about the Labyrinthion. My name is Telen Khan, and I find this quite interesting. Few have sought out this legendary place. Many less have found it. Perhaps we can do each other a favor. Allow me to explain. A few days ago, knights from the Fortress of Ice attacked a small caravan destined for our guild. This caravan was to deliver to us an object of unimaginable importance. A missing tablet that would help decipher a part of the Elder Scrolls. This piece completed a map to the Labyrinthion. No doubt the knights returned with their booty to their fortress and are by now deeply ensconced with its walls. We could not hope to get in there and recover that tablet piece. We are not prepared for such an endeavor. If you would agree to attempt this, I would gladly tell you location of the Labyrinthion. All I need is the missing piece to solve the puzzle. Will you agree to help us? Ja, natürlich. I am pleased to see that you do not shy from danger. Enough talk then. Here is the location of the Fortress of Ice. When you have the missing piece, return here with it and I will share with you the location of the Labyrinthion. Telen Gesturus, once in the location of the Fortress of Ice, is magically inscribed onto your map. So, dann brauchen wir aber von ihm noch ein paar Potions. So. Ne, warte. Genau, wir brauchen Healing. Jede Menge Healing. Sagen wir, wir machen noch mal 40. Kostet 2000. Ist okay. Und mal gucken, was der vielleicht an Magic Items hat. So.
Crystal of Healing, Cradle of the Ice Storm, Belt of Willow Paper, Belt of Luck. Brauchen wir nicht. Hat nichts für uns, nichts, was wir brauchen könnten. So, wie viel haben wir jetzt an Potions insgesamt? So. Hier haben wir 80 und hier haben wir 20 Stamina. Death Pieces haben wir 2 bisher. So. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte auf die andere Map. Genau. Und hier müsste da Fortress of Ice. Da müssten wir mal hin. Das ist sogar nicht weit von hier. Das würde 2 Tage brauchen. Aber bevor wir da hingehen, glaube es würde mehr Sinn machen, wenn wir unsere komplette Rüstung einmal wieder reparieren. Alles. Und wir finden das Southwest of here. Okay, also in diese Richtung. Wäre am sinnvollsten, wenn wir das dann mal machen. Dann würde uns allesamt nichts bringen, wenn wir dahin gehen und unser komplettes Dingens hier auf einmal Schrott wird. Wieder südwestlich. Da geht es nicht richtig weiter. Gehen wir hier. Taverne. Das ist echt cool mit der Wäscheleine hier. Dass hier auch sowas mal hängt. Ach, hier haben wir. Hier haben wir, dann können wir hier eben einmal alles reparieren lassen. So, Repair, komm. Wollen wir das? Ja, 6 Gold, 10 Tage. Airdrop, so, Platten, 10 Tage. So. Ja. Und wie viel kannst du noch? Ah, okay, das war's. Der kann nicht mehr, also brauchen wir jetzt einen anderen Schmied. Das heißt, den hier müssen wir mal markieren. So, wieder meine Ausrüstung. Entschuldigung. Das heißt, wir müssten eben noch einen finden. In der Nähe irgendwo. Der dann den Rest hier repariert. Bitte sag mir, das ist nicht derselbe. Ist nicht derselbe, gut. So. Du könntest für mich auch mal was reparieren. So. Ja. Noch ein Drop. No. Ja. Ja. Und noch ein.
Ah, okay. Der braucht nicht repariert werden. Der braucht es nicht, das heißt, dass wir den hier auch noch mal markieren, so meine Ausrüstung. So. Und dann suchen wir eine Taverne hier in der Nähe. Moin. Du, sag mal, nächste Taverne. Southeast of here. Müsste ich hier dann irgendwo sein? Dann gehen wir hier rein, pennen für 10 Tage. Und dann holen wir unseren Scheiß. So, get a room. Single. 10. Ja. Camp for a while. 240. Einfach mal 10 Tage durchpennen. Nee, das ist nicht der Weg. Das ist der Weg. So. Genau, dann müssen wir einmal dahin und einmal dahin. Alles einmal abholen. Da haben wir ihn schon. Den ersten. So. So, Repair. Status. Ja. Dann haben wir alles. Oder gucken, was hat er so zum Verkauf? So. Hier nichts. Nichts, was wir haben wollen. Dann müssen wir den hier einmal umbenennen wieder. Waffen. Und raus hier. Dann müssen wir hier noch einmal nach Norden. War doch Norden, oder? Ja. Genau hier. Und der hat den ganzen Rest von mir. So, Repair. So, sag mal Status von denen. Ja, perfekt. Jetzt schauen wir mal, was der so hier im Angebot hat. Der hat nichts Besonderes, aber hier bestimmt hoffentlich. Ach, schade. Heißt es für uns, das alles wieder aufsetzen? Ah, okay.
Hier, ich habe jetzt nichts drauf. Alles noch plus 10 hier. So, dann den. Minus 4. Versteht ihr, was das heißen soll? Falls jemand von euch in den Kommentaren weiß, was das heißen soll, bitte schreibt mir das wirklich, weil ich weiß es gar nicht, was diese minus 4 hier heißen soll. Ich komme einfach nicht von selber drauf. Ich weiß es einfach nicht. Ich würde mich wirklich freuen, wenn einer von euch das weiß und mir das einmal kurz erklären könnte. Ansonsten würde ich sagen, ich verabschiede mich mal für diese Folge. Und in der nächsten machen wir uns dann auf den Weg Richtung Eisfort oder wie das da hieß. Und ich bin's, euer Max Deus. Ciao.